Moin, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Neue Runde vom Landwirtschaftssimulator 22, nordfriesischer Marsch, vierfach Version 3.9.1 oder 3.9.2, je nachdem, ob wir mit Gräben oder ohne Gräben und so weiter und so weiter. Ich bin theoretisch schon auf Punkt 4.0, weil ich habe ja schon Getreide im Port, ne? Aber bringt nichts, kann nichts importieren, nicht genug Geldkassetten am Start. Ich wollte mal gucken, Flachs. Wir müssten 211.000 Liter Flachs abgeben. Weiß nicht, ob ich das ist. Theoretisch müsste ja mehr als genug da sein, ne? 1,65 Millionen hätten wir davon. Normalerweise 200 pro. Ja, 270 Höchstpreis. Aktuell 230. Oh. Ja, schon nicht so schlecht, oder? Hier bedarf es ein bisschen Flachs zu liefern. Wie ist denn die Produktion eigentlich versorgt? Geht es in der Textilproduktion, was die anderen Rohstoffe angeht, die wir zwischengelagert haben? Und was macht unser ganzes Leinsaat hier Zeugs, muss uns mal auch mal wieder irgendwo hin. Noch 124.000 Gülle, wollte ich noch mal schnell gewusst haben. Roggen- und Buchweizenmehl, das ist ja schon aus. Molkerei läuft auf allen Schienen. Obst gibt es im Winter auch nichts. Diesel aus Raps läuft noch. Sonnenblumen, dann haben wir nichts. Hätten wir natürlich gut einkaufen können. Jetzt ein bisschen Geld. Können wir ein bisschen mehr Diesel mal produzieren. Saatgut haben wir aus. Haben wir auch genug. Fleisch hatten wir gerade eben schon geguckt. Leinsamflachs. So. Ah, guck mal. 250.000, 350.000 könnten wir knapp loswerden. Hanfschwatten nicht ganz so viel. Holzklotz können wir auch mal irgendwann mal aktiv schalten. Oh, noch alles. Nee, das ist ja mittlerweile auch genug. Muss mal wieder aufgefüllt werden. Wenn das nichts Ungewöhnliches. Ja, mittlerweile wird es ein bisschen dunkel, ne? Nicht mehr so schön. Da muss man so ein bisschen überlegen, ob man jetzt das hier nicht noch zu Ende machen sollte, bevor wir jetzt den Monat wechseln. Wobei das, glaube ich, bei Precision Farming einfach null Einfluss hat, ne? Oder? Das ist nicht total egal, ob ich jetzt den Monat wechsle oder nicht. Ohne Precision Farm hätte man immer gedacht, nee, mach bloß erstmal diesen Status jetzt fertig. Egal. Dann machen wir vielleicht noch diese Flachs-Geschichte als Transportmission. Hier Bedarfshandel. Weil wir so viel davon haben. Aber wo habe ich das? Am Hof, oder? Ja. Am Hof. Zwei 40er Ballen. Vielleicht machen wir zwei Ladungen. Ne? Eine Ladung dann einmal, um diese Mission zu erfüllen, plus ein bisschen Verkauf und dann eine zweite Ladung, um die Produktion wieder voll zu machen.
Spur die Nacht weg. Das macht Sinn. Diese Hofeinfahrt schlecht beleuchtet. Ich finde 52 können wir laden. Dann sollen wir auch gerne 52 mitnehmen. Deutschen Bereich. Das ist auf einmal gefühlt haben wir dunkel geworden, ne? Plötzlich. Unerwartet. So, wie viel haben wir jetzt? 432.000, das ist schon mal gut. Das reicht ja trotzdem noch für 2 Ingame-Jahre, ne? Locker. Weil diese ganzen Rohstoffe, das können wir natürlich gut in die Produktion reinhauen. Denn dann haben wir auch den Bestands... Ach Quatsch, mach ich denn jetzt den hier Bestandsprüfungsmod mal wieder ein bisschen reduziert, weil alles, was jetzt als Rohstoff natürlich in die Produktion reingeht und da wirklich nur als Rohstoff drin ist, wird ja nicht da, ne? Rechnet er ja nicht rein. Nicht mehr Fernlicht. Ja, Mission schon abgeschlossen. Immer extra Geld verdient. Am Stiel haben wir nicht, Tomatensoße auch nicht. Gut, mal gespannt, was auch an normalen Missionen noch wieder reinkommt im nächsten Monat. Im März müsste es ja langsam losgehen. Jetzt noch mal so eine Ladung. Zur Textilproduktion. Dann parke ich auch gleich hier in der richtigen Position. Nur 52. Eine 50 ist auch okay. Danke fürs Reinschalten. Oh, ist auch gut gefühlt, der Separator mal hier.
Fast immer mal Stufe 2 anschalten. Aber das nur erstmal hier ab zur Textil. Noch mal ein bisschen totes Kapital hin, wa? Ja, tanken müssen wir auch schon wieder. Bin ein zu früh abgebogen. Ist zu dunkel. Ich weiß, ja, da haben wir ja voll gemacht. Aber Hackschnitzel brauchen wir. Der Preis ist natürlich immer gut von Hackschnitzel im Dezember, Januar, Februar. Aber ich brauche das ja. Hätte klappen können. Minimal zu tief das Dach. Das ist schon zu viel. Ja. Jo, ich habe keinen Bock mehr auf Dunkel. Wir spielen jetzt mit mal 15 die Nacht durch. Das ist auch wohl vielleicht auch ganz gut, wenn es dunkel ist. Man sieht nicht, wie ich fahre. Nochmal in Ansicht. Erledigt 30.000 immerhin. Schrei 45 macht auch nichts mehr. Oder habe ich gesagt letzter? Nee, glaube ich, habe gesagt, da müsst ihr ja eigentlich arbeiten. Gut, du musst tanken. Jo. Neues reinkommen da oben. Nee, sieht noch gut aus. Wieder leer. Ja,
muss ja noch ein guter Grasschnitt werden hier. Ich denke mit mal 60 kommen wir ein bisschen schneller voran. Und ja. Oben kommen auch die Bedürfnisse schnell wieder rein. Textilfabrik Leerpaletten haben. Wir verwenden da ein bisschen Häckselgut. Das wird wahrscheinlich schwierig, ne? Das mit dem Abwasser wird und wird nicht besser da oben. Ich schalte die mal ab. Das nervt mich. Easy Water kann ja weiterlaufen. Widerstand Eier sind voll. Gut, ich habe die Karte erstellt, ne? Also ich spiele von Anfang an hier drauf. Mittlerweile hat dieser Spielstand 700 Stunden oder so, ne? 765 Stunden. Und ich spiele ja gerade, kann man sagen, 2 Jahre, ne? Auf der Karte jetzt. Das ist ja mein Hauptspielstand, logischerweise. Schon mit 2 Jahren, ne? Müssen wir noch mal gucken, wann Release der Marsch war. Ich war ja ein bisschen früher schon unterwegs auf der Karte, bevor ich die euch zum Download gestellt habe, weil da waren ja noch so ein paar Sachen am Anfang, wo ich nochmal umziehen musste. Aber so, das muss ja irgendwie so hinkommen. Das muss ja irgendwie im Frühjahr gewesen sein, glaube ich. Achso, da oben steht es. Kein Platz, um Eier zu platzieren. Das wird ja aber hoffentlich nicht der neue Hühnerstall sein. Das wäre ja komisch. Das ist wahrscheinlich der auf der Insel. Umweltbonus Einnahmen ernten. Achso, das Schweinefutter gerade verkauft worden. Grasblatt, das ja, ja, das wird kein Häckselgut. Ich könnte das Häckselgut machen, ne? Frag mal Black Flowers, der kennt sich aus. Wie man aus Gras Häckselgut machen kann. Ne, Quatsch, ein weiter. Praktisch, wird auf jeden Fall noch wieder Kalk nachproduziert, dass wir da genug haben da oben. Fischer mit Diesel reingekommen, Zeltstoff mit der Palette drin, Textil mit der Palette drin. Können wir natürlich den unseren, oh, der verteilt Rohöl, das ist auch gut, können wir den ja eigentlich schon mal nehmen, ne? Sägewerk 2, Leerpaletten holen. Können wir noch ein bisschen Bretter mitnehmen vom Sägewerk 2, das macht ja auch richtig Sinn. Auch kein Häckselgut irgendwo schon gelagert, ne? Wäre sonst wahrscheinlich hier bei Heugras Stroh irgendwo mit zwischen.
Na gut, Leute, dann war es für die heutige Folge. Wir machen noch so eine ungefähr so lange Folge, ne? Weil ich nicht genau weiß, wie ich Sonntag hinkomme mit der Zeit abends. Von daher erstmal schauen. Ne? Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.